In Soest begrüße ich Wolfgang Helmich, seit 4 Jahren Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Herr Helmich, der 70. Geburtstag der NATO ist überschattet. Wir haben es in den Beiträgen eben auch schon gesehen, von vielen Auseinandersetzungen zwischen den Bündnispartnern. Und ein Problem, das immer noch nicht vom Tisch ist, ist ja der Anteil der Verteidigungsausgaben. Deutschland kommt in diesem Jahr gerade mal auf 1,4%. Richtlinie in der NATO sind 2%. Bis 2023 soll die Quote wieder sinken, so die Planung von Finanzminister Olaf Scholz. Da passt doch einiges nicht zusammen, oder? Erstmal einen guten Morgen. Ja, es passt einiges nicht zusammen. Aber ich erinnere daran, wir haben im Frühjahr diesen Jahres einen Bundestagsbeschluss gefasst, in dem wir gesagt haben und betont haben, wir bewegen uns in dem Korridor, der in Wales beschlossen worden ist. Die Verteidigungsausgaben steigen. Wir liegen insgesamt nach NATO-Kriterien bei 50, etwas Milliarden. Wir sind Truppensteller, ein zweitgrößter in der NATO. Mit der VGTF und der Verantwortlichen in Litauen tun wir eine ganze Menge, um nämlich das Bündnis der NATO in den Fähigkeiten, das dieses Bündnis hat, voranzubringen. Und die Reaktion unserer Partner in der Stelle ist durchaus positiv, die uns nämlich auch vertrauen und sagen, wir brauchen eure Beiträge und ihr leistet gute Beiträge. Ja, Sie sprechen da möglicherweise einen Tweet von Donald Trump an, der ja gesagt hat, er sei etwas zufriedener mit den Verteidigungsausgaben innerhalb der NATO. Dennoch, bei Trump weiß man ja nie genau, mit was rechnen Sie denn? Das Thema wird doch mit Sicherheit heute wieder auf den Tisch kommen. Das Thema wird wieder auf den Tisch kommen. Wir haben ja auch Antworten gegeben und die Bundesregierung gibt Antworten, wie sie beim Thema des Burden Sharings mehr leisten wird für die NATO, um auch zu einer gerechten Verteilung der Belastung zu kommen. Und es ist uns klar, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen muss. Ich glaube, das wird auch Gegenstand der Gespräche heute sein. Und natürlich lese ich auch, muss man ja schon mal gelegentlich, die Tweets von Donald Trump. Ich erwarte nicht eine solche aggressive Situation, wie sie bei dem letzten Gipfel wir zu finden oder sehen konnten, weil ich glaube, dass die Herausforderungen, die vor der die NATO steht, die ja gerade alle geschildert worden sind, doch nur gelöst werden kann, indem man Einigkeit erzielt. Und das müsste eigentlich jedem, der am Tische sitzt, inzwischen klar geworden sein. Nur mit Einigkeit kann die NATO ihre Folge der Vergangenheit auch weiter fortsetzen. Ich möchte noch mal auf die Verteidigungsausgaben in Deutschland doch noch mal zurückkommen. Sie haben ja jetzt ein neues Führungsduo bei Ihnen in der Partei, in der SPD. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben in einem Zeitungsinterview vor 2 Monaten gesagt, sie sehen nicht ein, dass es noch höhere Rüstungsausgaben überhaupt geben soll und stellen das 2%-Ziel komplett in Frage. Wird es da einen Konflikt möglicherweise zwischen der Fraktion und dem neuen Parteivorsitz geben? Also alle betonen, dass sie auf dem Boden des Koalitionsvertrages stehen. Und der Koalitionsvertrag trifft dazu klare Aussagen, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Das ist ein Mehr an Verteidigungsausgaben. Das ist aber ein Mehr an sinnvollen und ausgabbaren Verteidigungsausgaben. Und ich glaube, auf diesem Boden dieser Vereinbarung werden wir uns weiter fortbewegen, zumal wir, ich sag mal, eine Phase auch des innerparteilichen Wahlkampfes hinter uns haben. Es geht jetzt daran, dass wir auch unsere Verantwortung übernehmen und verlässlich formulieren, in welche Richtung wir denn in Zukunft gehen wollen. Und der Boden dafür ist der geschlossene Koalitionsvertrag. Jetzt haben wir über die Quantität der Verteidigungsausgaben gesprochen. Jetzt wollen wir mal über die Qualität der Truppe sprechen. Obwohl die Verteidigungsausgaben in den vergangenen Jahren ja um Milliarden angestiegen sind, ist die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nach wie vor immer noch unbefriedigend. Teilweise gab es im letzten Jahr eine Situation, auch in diesem Jahr, dass beispielsweise von den Hubschraubern, Kampfhubschrauber wie Transporthubschrauber, nur ein Bruchteil einsatzbereit war. Flugzeuge konnten nicht starten, weil Ersatzteile fehlten und die U-Boote konnten nicht tauchen. Was läuft da eigentlich schief in der Truppe und ist man damit überhaupt noch in der NATO ein ernstzunehmender Bündnispartner aus Ihrer Sicht? Also schief läuft, glaube ich, die Frage des Tempos. Im Maschinenraum der Umsetzung dessen, was wir finanziell zur Verfügung stellen, und das ist ja nun in der Tat nicht wenig, bei der Umsetzung dieser Summe gibt es Unwuchten im Maschinenraum, die man entsprechend ausbessern muss und die man verändern muss. Wir haben über die Probleme im Beschaffungswesen gesprochen, wo es erhebliche Beschleunigung geben muss. Das geht aber nur mit Aufbau des Personals, das im Laufe der letzten Jahre
abgebaut worden ist. Und an solchen Tanker, der auf dem Kurs des Abbaus war, in Richtung eines Aufbaus der Fähigkeiten zu bringen, braucht viel Personal, das man dazu gewinnen muss, und braucht Zeit. Und es braucht, glaube ich, auch schnellere und deutliche und klarere Prozesse, um das Ergebnis zu haben. Und wir brauchen auch bei der Industrie eine Priorisierung in der Industrie auf das, was wir für die Verteidigungspolitik in unserem Lande brauchen. Das ist hohe Kunst und hohe Aufgabe dann der Politik, dafür zu sorgen, dass es in diese Richtung der Tempobeschleunigung geht. Und dann werden wir auch die Ziele erreichen. Es gibt positive Anzeichen. Es gibt aber auch leider immer wieder die negativen Berichte über das, was nicht läuft. Soweit Wolfgang Hellmich, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Danke, Herr Hellmich, für dieses Interview. Danke nach Soest.